Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Christa Ludwig und ich bin Schriftstellerin. Ich habe im Wesentlichen Bücher im Kinder- und Jugendbereich veröffentlicht. Das Buch, um dessen Willen ich jetzt hier bin, ist nicht dazu da, Freude zu machen. Das hat ein mieses Thema unserer Gesellschaft und das ist ein Schocker. Also Julia ist 15 Jahre alt. Ihrer Familie geht es gut, sie sind wohlhabend. Sie weiß, ihr Vater hat nur einen kleinen Bauernhof geerbt, der nicht so viel Geld abwerfen würde. Sie weiß, ihr Vater ist in die große Fleischindustrie eingestiegen und züchtet Hähnchen in Massentierhaltung. Bis jetzt hat sie das hingenommen, sie hat gut damit gelebt. Nun möchte sie einmal wissen, was dahinter steckt. Sie fährt zum Hof ihres Vaters und möchte sich in einen dieser Massentierhaltungsställe einschließen. Und sie kommt dahin, es stinkt entsetzlich. Sie hofft, dass die Türen zu sind und selbstverständlich sind die Türen zu, sie kommt da nicht rein. Aber als sie eine Weile wartet, kommt ein Mann auf einem Mofa, sie kennt ihn nicht, er schließt die Stelle auf, geht hinein und kommt zurück mit toten Hühnern, die er in einen Container wirft. Das ist der Ort, an dem es am meisten stinkt. Da lese ich ein kleines Stück. Er ging in den anderen Stall. Sie sprang die Treppe des Wohnhauses hinunter und schlich ihm nach. Sie öffnete die Tür einen Spalt und schlüpfte hinein. Es war dunkel. Rötliche Lampen gaben nur wenig Licht. Während ihre Augen sich an das Dunkel gewöhnten, begriff ihr Gehirn, ich bin nicht mehr in derselben Welt. Sie hatte das Gefühl, sie wäre gefressen worden von einem Ungeheuer. Die kleine Seitentür war das winzige Maul eines riesigen Monsters, das hatte nur die Lippen geöffnet und sie verschlungen, zahnlos, ohne zu kauen. Sie hatte kein Gefühl mehr für oben und unten. War der schmierige Schleim wirklich nur unter ihren Füßen? Ihre Nase wurde in feuchtwarmen Gestank gestoßen. Das waren doch keine Tiere, die da Körper an Körper den Boden bedeckten. So bewegen sich Hühner nicht. Da kroch eins mit nach außen gedrehtem Bein, stieß die Krallen in den Dreck, stürzte, zog sich mit den Flügeln weiter, blieb liegen, 5 Cent große Löcher in den Füßen. In schiefgelegten, zuckenden Köpfen waren kleine, entzündete Löcher. Augen? Eines zog an ihr vorbei mit hängendem Kopf, der hin und her pendelte. Das ist wirklich tot, erkannte Julia. Eingeklemmt in der dichten Hühnermasse konnte es nicht umfallen. So wurde es an Julia vorbeigeschoben. Ich habe einen Flugblatt gemacht. Was? Ja, Oh, es gibt Hähnchen. Stell mal die Uhr auf den Kopf. Und wenn sie lange genug rückwärts gelaufen ist, guck dir an, was da mal war. Was da auf dem Teller liegt. Halt dir die Ohren zu, dann kannst du besser sehen, wie es zuckt. Mach die Augen zu, dann kannst du besser hören, wie es schreit. Halt dir die Ohren zu und schließ die Augen, dann kannst du es riechen. Bullshit, Fakten müssen her, knallharte Fakten. Die müssen den Menschen um die Ohren hauen, dass sie in die Hühnerbeine stecken bleiben. Wie dicht stehen sie, Julia? Ich muss es wissen. Ich muss es jetzt ganz genau wissen. Eins neben dem anderen. Wenn eins irgendwo hin will, muss es erst über alle anderen kriechen. Und eins war tot, 100 pro. Es konnte nicht einmal umfallen. Also rumlaufen konnten die nicht? Die sind kaputt. Nach was riecht es denn? Verwesung, Ammoniak, Schimmel? Ja, wahrscheinlich Ammoniak. Hey, was hast du? Ich meine, okay, es ist dein Vater, aber du hast so gesagt, dass du etwas tun willst. Ich weiß, aber ich will was für die Tiere tun, aber ich will auch nicht meinen Vater. Schau doch mal zu Hause bei euch, vielleicht findest du was, das uns weiterhelfen kann. Mir ging es eigentlich ganz gut wieder. Ich meine, die war ziemlich lang krank, ein halbes Jahr oder so. War die nicht da? Wie war's denn dann?
Ja, ist doch klar. Jetzt wissen wir, wann Hühner geliefert werden und abgeholt werden. Und leider werden sie das wieder nachts machen. Wir haben keine Scheinwerfer. Und selbst wenn, würden sie uns dann sehen. Aber Moment, wieso geht der Plan von hinten nach vorn? Das heißt, das erste Datum im Leben dieser Tiere ist gleichzeitig auch ihr Todestag. Zwischen Einstein und Ausstein liegen nicht mal 5 Wochen. So schnell kann man doch keine Hühner mästen. Was gibt mein Vater ihm nun, dass sie so schnell wachsen? Das kann doch nicht gesund sein. Beweise, wir brauchen dringend Beweise. Mach nichts, was du nicht willst, Julia. Ich mach keine Anzeige oder so. Aber ich meine, du könntest schon mal ein bisschen rumspionieren oder nachschauen. Wobei, es geht schließlich um deinen Vater. Hi. Hallo. Gut, dass du kommst. Essen ist fertig. Okay. Hat dir alles gut? Klar, Schule. Hey, wir sind beim Essen. Danke, Mama. Hey, Florian. Hey, hast du das Gemeindeblatt gelesen? Noch nie, wieso? Dein Vater hat einen Antrag gestellt auf Baugenehmigung. Er will einen neuen Hähnchenstall bauen. Mit 50.000 Mastplätzen. Mastplätze? Ja, Mastplatz. So steht es im Gemeindeblatt. Dein Vater beschäftigt lauter glückliche Hähnchen. Alle haben einen Mastplatz und den verlieren sie auch nicht. Zumindest nicht eher als ihren Kopf. Nochmal 50.000 Hühner. Das ist viel zu viel für so ein kleines Dorf. Es könnte stinken bis hierher. Wir müssen Einspruch erheben. Du wirst irgendwann überlegen müssen, auf welcher Seite du stehst. Wie kann ich dir die neuesten Schuppen schicken? Oh, cool. Oh, ja. Oh, das ist so echt. 50.000 Hühner auf einen Schlag, das muss ja ein Riesenstall sein. Das ist Tierquälerei. Die haben es ja total eng. Womit man alles Geld machen kann. Ja, ist recht. Schlimm. Fast das gesamte in Deutschland angebotene Putenfleisch stammt von Tieren, die alle Kriterien einer Qualzucht erfüllen. In 4,5 Monaten vervielfacht ein männliches Putenküken sein Gewicht um das 400-fache. Würde das mit einem menschlichen Baby geschehen, müsste der ausgewachsene Mensch 1200 Kilogramm wiegen. Dabei beträgt der Brustfleischanteil einer Pute 40% des Gewichtes. Selbstverständlich können weder die wenig entwickelten Knochen noch die Füße dieses nach vorn kippende Übergewicht ohne Schaden tragen. Die Tiere können kaum laufen, nur ihre riesigen Brüste durch den Stallmist schieben. Es entstehen Entzündungen an Brust, an allen Gelenken und Füßen. Da die Tiere wegen der Schmerzen und wegen der für sie unerträglichen Enge rasend werden und sich gegenseitig zerhacken würden, kürzt man ihnen den Oberschnabel. Dabei werden auch durchblutete und schmerzempfindliche Bereiche verletzt. Natürlich tut man etwas gegen diese Schmerzen. 85% des in Deutschland gebrauchten Aspirin gehen in die Tiermast. Das Schmerzniveau wird so weit gesenkt, dass die Tiere in der Lage sind, zu fressen.